Und jetzt geht's weiter. Drei Leute. Jetzt ist der gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Was? Wäre fatal, wenn das Team Rocket, die Cisco oder unsere Pokémon übernehmen würde. Und der letzte. Das Team Rocket ist wieder der Meisterball, ja, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Und nach unten. Ei, Sir. Geh am besten links weiter. Da kommst du dann auf jemand anderen. Haha! Du dachtest, wo ich arbeite für die Cisco, hä? Elektroball. Donnerblitz. Okay, die letzte Nachricht im Chat ignoriere ich mal, was mir egal ist. Joa. Macht ja nix. Donnerblitz! Ich guck gerade hauptsächlich auf den Plan. Hauptsache du hast einen Plan. Ja, selten einen. Auch der Plan, der gefällt mir. Seit Level 32, yay. Und dann kriegst du gleich noch ein Item. Feierabend, ich geh nach Hause. Ein Item für dich. Oben links. Auf zu spoilern. Ach komm, hat doch Spaß. Calcium. Warte mal, wer futtern darf. Ich nee. Leider nicht. Osmo. Hier, friss. Special. Steig. Friss oder stirb. Die okay, ich denke mal, die schon. Etage habe ich jetzt alles. Ich glaube, ja. Ein Hoch. Hallöchen, Loscher. Edger, schaut bis hierher und nicht weiter. Okay, wenn du unbedingt aussteigen möchtest, gut. Denn für mich ist hier noch nicht Schicht, Radikal. Garados. Naja, ich verrate mal nicht, was man hier kriegen kann. Eisstrahl. Nee, einen Eisstrahl kann man hier nicht kriegen. Deine benutze ich gerade. Ich weiß. So. Ich sehe das doch. Ein Zubat, das beiß ich mal den Kopf ab. So wie Ozzy Osbourne. Om nom nom nom. Also dieser kommt schwer abzubeißen, weil der hauptsächlich aus Körper besteht. So, umnam. Level 32. Versuch Silberblick zu lernen. Nein. Nicht erlernen. Och, das ist halt das, woran ich dann öfter mal denke bei Fledermäusen. Blut. Abgefackelt. Mist, der Mut hat mich verlassen. Tja. Auf zum nächsten. Wenn ich mich richtig erinnere? Nee, das war falsch. Oder? Was? Egal. Ich hab mich getäuscht. Und fertig. Hey du. Oh, die Cisco. Ist die Cisco schon erledigt? Nö. Noch nicht ganz. Dauert noch ein bisschen. Moment, habe ich schon die Pokémon getauscht? Nö. Wir nähern uns mal wieder dem Training von Cosmo. Kosmos Spezialtraining. Ja. Vielleicht gibt es ja bald mal wieder eine Hypnotherapie.
Mal sehen. Gut. Schon. Ach, wenn es so kratzer ist, ich möchte weiter fackeln. Cosmo Spezialtraining. Ja. Ein Elektroball. Entgiftung mit Gifttherapie. Ja, genau. Gute Idee, Cosmo. Machen wir. Ja, gut. Du nimmst dein Timo. Ich schnappe mir Twitch. Ich glaube, ich nehme Twitch. Wir hatten uns ja schon öfter mit Twitch abgesprochen, ne? Genau. Und Blut. Alter, wird das... Ach, Kreideschrei. Obwohl, das macht eigentlich nur physische Angriffsschwächer und es brennt. Ha! Ein brennender Ball. Huch, verloren? Wie dich hast du verloren, du bist eine Lusche. Ah, wieder so ein Rocket Bruder. Das war jetzt der dritte, glaube ich. Oder war schon der vierte? Smogmog. Glut. Naja, ich meine, ne? KCP passt ja nicht, wir haben ja nichts von Steinkalt erzählt. Kratzer. Ich glaube, so langsam kriegt mein Inferno Drag Probleme. Ja, okay, Zeit für Cosmo. Mega-Hieb. Bleiben wir mal bei Cosmo. Jo. Immer weiter draufhalten. Genau, immer draufhauen, immer wieder draufhauen. Immer mitten in die Fresse rein. Aber pass auf, dass du dich nicht beißen lässt bei den Giftzähnen. Oh, Cosmo! Ich weiß, du magst Fledermäuse, aber schlag bitte zu! Ja. So, Kursbereich Level 32. Also, Butters. Ja, so habe ich das verstanden. Das hast du ja gesagt, Entgiftung mit Gift. Ja. Cosmo, nein, Bruder, ich habe versagt und so. Ist doch eigentlich logisch. Joa. Entgiftung mit Gift. Das heißt, wir müssen zwei Giftcharaktere gegen denjenigen nehmen, der entgiftet werden soll. Ja, da wird der Giftzahn gezogen. Mit Gift. Oder Giftstachel. Ach ja. So.
Und so wie ich vorhin gehört habe, hast du angedeutet, dass in dem nächsten Stockwerk das Heilungsding ist. Nein, das habe ich nicht angedeutet. Das haben die Betten angedeutet. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich dir jederzeit sagen könnte, wo das ist. Ja, will ich aber nicht. Mache dir die Schwachstellen zu nutzen. Denke auch mal an die Elemente. Ach, ich habe doch schon platt gemacht. Ja, das hast du alles schon gemacht. Den hast du noch nicht platt gemacht. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Okay, das war der vierte. Ah, ja. Gut, das heißt, ich habe dann eure Brüder alle platt gemacht. Alle Brüder platt, das heißt, der Meister muss noch kommen. Kratzer! Ich schau grad noch mal rein, Etage 9 und Etage 10 sind da ja noch. Das ist ja nichts Besonderes. Das kennt ja jeder, der das Gebäude kennt. Ja. Kratzer. Hast du das im Internet nachgeguckt mit dem Stockwerken oder in einem Heft, Buch oder sowas? Im Internet. In dem Fall. Okay. Geht viel schneller. Ein Heft habe ich ja nicht. Und ich habe sowas zu Hause liegen. Mit die rote und blaue und gelbe. Da steht auch drin, wie man ein Pikachu in der gelben Edition mit Surfer bekommt. Ah ja. Dazu braucht man auch Pokémon Stadium 1. Pokémon Stadium 1, okay. Ja, es gibt ja zwei Stadiums. Du checkst du erreicht Level endlich Level aber 32. Wieso braucht man das denn? Wieso? Weil das ein Zusammenhang ist, um das zu kriegen. Ach so. So, Traumato. Er möchte wohl Butters ein Trauma verpassen, aber da sage ich nö. Ich sag gute Nacht und schlaf gut. Konfusion. Zieht nicht viel ab, weil es ein Psycho ist. Verdammt. Kommt nur, das war ja klar. Okay, da du nicht schlafen möchtest, gebe ich dir mit Gift. Die zieht auch nicht viel mehr ab. Nicht gut. Oh, ich hatte aber nicht vor zu schlafen. Eigentlich soll das doch umgekehrt passieren. Nein, niemand gestorben an Kombi-Mangel. So. Ich habe gehört, dass jemand an Hunger gestorben ist. Weil er verhungert ist. Ah ja. Ja, auch noch verwirrt. Schläfrig und verwirrt. Kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Aber naja, das war mal. Giftpuder wird blockiert. Brauche ich eh nicht mehr gegen dich. Ah, es ist aufgewacht. So, es verwirrt. Es schlägt sich natürlich selber. Nach Wochen? Ich glaube, das geht schon ein bisschen eher mit dem Verhungern. Verhungern ist, glaube ich, 3 Wochen. Verdursten ist 3 Tage. 3 Wochen? Echt? Ich glaube, ja. Ich glaube, das möchte ich nicht erleiden, das zu verhungern. Nee, das ist auch nicht schön. Ich kriege ja schon noch ein paar Stunden ein, zu viel. Also ich meine, dass ich halt richtig schlapp bin und sowas. Nicht zu gebrauchen. Aber verhungern lassen, nee, boah. Stell ich mir ziemlich übel vor.
Ah, endlich. Ja, endlich. Okay, diesmal setze ich Nido King ein, auch wenn das eher verkehrt sein könnte. Machen wir mal Fuchtler. Sollte Nido King besiegt werden, ist Cosmo dran. Zwickt um sich. Nido King ist mal wieder im Rage-Mode. Anscheinend. So. Aber es funktioniert. Oh je, ja. Ich wurde besiegt. Yep, du wurdest besiegt. Bingo, der Türöffner hat die Tür entriegelt. Das ist der Raum zum Heilen. Genau. Gut, ich glaube, ich mache hier mal eine Pause gleich. Okay. Sichere. Weil, ich wollte jetzt länger machen, aber ich muss mal kurz unterbrechen. Aber es geht gleich weiter. Gut, dann mache ich kurz den Stream aus und wenn ich wieder da bin, mache ich ihn an. Also schön vor Ort bleiben. Bis gleich. Schreibt bitte nochmal in Chat.